am Anfang habe ich niemandem davon erzählt. Mein Freund wusste Bescheid, hat aber selber weiter Schokolade gegessen, während ich mich im Fitnessstudio abgestrampelt habe. Freunden habe ich erstmal auch nichts davon erzählt, weil ich ehrlich gesagt am Anfang dachte, dass ich das gar nicht durchhalte. Die ersten zwei Wochen lief es ja eigentlich ziemlich gut. Dann bin ich aber so auf so einem Plateau gelandet und habe nicht mehr weiter abgenommen und es hat sich nicht so viel getan und dann war ich etwas deprimiert. Aber ich glaube, so nach vier Wochen kam dann wieder ein richtiger Schub und das war richtig motivierend. Also da habe ich auch gemerkt, dass ich nicht mehr da bin, wo ich angefangen habe. Die Ernährung ist wichtiger, als man eigentlich denkt, denn nur Bauchmuskeln aufbauen bringt dir nichts, wenn immer noch Fett drüber ist. Das heißt, die Ernährung war schon ein hartes Stück. Trotzdem sich regelmäßig zum Training zu schleppen, selbst wenn man eigentlich keine Zeit hat, also wirklich spät abends noch zum Training und dann alle Übungen durchziehen, das war auch schon ganz schön anstrengend. Nur Gerätetraining war dann mit der Zeit ein bisschen langweilig. Ich habe den Plan dann ab und zu geändert, Geräte geändert, habe auch versucht, dann andere Sportarten auszuprobieren. Also mit einer Freundin war ich dann zum Beispiel schwimmen oder auch mal klettern in der Halle. Wenn man dann irgendwie immer was Unterschiedliches macht, merkt man auch gar nicht, wie oft man in der Woche dann auf einmal Sport macht. Für mich war sehr wichtig, die Ernährung und auch den Sport so zu gestalten, dass es auch langfristig möglich ist. Auch wenn man dann eventuell langsamer abnimmt als mit einer Crash-Diät. Dieser Totalverzicht führt, glaube ich, nur dazu, dass man frustriert ist und hinterher umso mehr zuschlägt und dann durch den Jojo-Effekt mehr zunimmt. Wenn man sich gut fühlt und fit und energiereich fühlt und mehr schafft jeden Tag, dann ist das schon toll.